Warum malt der Berges immer nur Frauen? Na, weiß ich nicht. Es gibt für mich gute Bilder und es gibt für mich wichtige Bilder. Wichtige Bilder sind oft Bilder, die mich in irgendeiner Form vorangebracht haben, die Vorläufer sind von späteren Bildern, die vielleicht besser sind. Aber die wichtigen Bilder, was sich auf mein Gesamtwerk bezieht, sind natürlich die wichtigen Bilder mir wichtiger als die schönen Bilder oder die guten Bilder. Holidays ist vor meiner Pop-Art-Zeit. Das ist noch sehr narrativ, das hat aber alle Elemente, die sich später in meiner Arbeit durchgesetzt haben. Es sind schon Elemente aus der Pop-Art-Zeit, dieses Raster zum Beispiel. Und diese Elemente, diese Figuren, diese Figurationen sind später wieder aufgetaucht. Das ganze Bild hat einen sehr grafischen, zeichnerischen Charakter, was sich eigentlich bis heute durch mein Werk zieht. Ich habe ja zu Anfang, bevor ich Malerei studiert habe, eine Gebrauchsgrafik studiert und mich mit Werbung befasst. Und da war natürlich das Thema Frau, Medien und diese Dinge sehr wichtig. Und dann habe ich einfach aus dieser Profession das in die Kunst übertragen und habe aus Modezeitschriften und anderen Werbeträgern und Printmedien diese Arbeit entwickelt. Das ist natürlich so, dass man versucht, eine eigene Handschrift zu entwickeln. Und dann bin ich einfach auf diese ganz einfachen konstruktiven Elemente gekommen, Streifen, Kreise, Raster, die ich dann verwandt habe, um das Bild auch ein bisschen zu verfremden. Die Kontur, die Fläche, Dinge, die überhaupt gar nicht ausgeführt sind, also das hat auch ein bisschen was Provisorisches. Ich habe keine bestimmte Richtung vertreten. Ich habe das gemacht, was ich für richtig gehalten habe. Es war keine Ideologie oder so dahinter. Die Druckgrafik als Medium hat mich immer sehr interessiert, bis heute. Und Siebdruck war einfach ein perfektes Medium für meine Malerei. Und dann kam die Zeit, auch der Hang, ans Handwerk zu gehen. Ich habe ja dann angefangen, Holzschnitte zu machen, zum Teil größeren Formates. Und dann, jetzt zum Schluss, die Serie mit den Linolschnitten, die ja immerhin auch Ausmaß haben von 200 mal 50 cm. Das ist auch technisch eine Herausforderung. Und das hat mich einfach gereizt. Ja, ich sehe das gerade, dass ich auch Männer gemalt habe. Hier haben wir einen guten Freund. Hier ist mein Vater. Mein Lehrer Camaro. Und das habe ich immerhin 2 Jahre durchgehalten. Und dabei sind 66 Köpfe rausgekommen. 66 männliche Köpfe.